Ja, auch nochmal herzlichen Dank für die Teilnahme von Ihrer Seite. Wie gesagt, mein Name ist Alexander Bünning und ich freue mich heute über das Thema SaaS-Management zu sprechen. Viele werden sich vielleicht die Frage stellen grundsätzlich, warum muss ich überhaupt SaaS-Anwendungen aus Security-Sicht noch betrachten? Eigentlich gebe ich den Service ja nach außen und sollte damit eigentlich, gerade was Security angeht, auf dem grünen Pfad sein. Grundsätzlich, wenn wir mal uns den Markt anschauen, ich denke, diese Zahlen, die wundern keinen, oder die letzten Jahre haben das Thema Digitalisierung in unserer Branche ziemlich stark vorangetrieben. Mehr und mehr Applikationen oder Software, die mittlerweile gekauft wird, ist in der Cloud gehostet, und demzufolge wird das Thema, die Daten, die ich dann auch in der Cloud dort hochlade, die ich meinen Usern zur Verfügung stelle, die ich externen Usern zur Verfügung stelle, wie kann ich eigentlich sicherstellen, gerade aus Data Governance Sicht, wer hat Zugriff auf diese Daten, warum hat er Zugriff auf diese Daten und wie kann ich überhaupt kontrollieren, wer auf diese Daten Zugriff hat. Für uns in der Security bedeutet eigentlich diese Entwicklung, dass mehr und mehr SaaS-Applikationen in den Unternehmen zum Einsatz kommen, dass, wenn wir mal auf der linken Seite schauen, mehr und mehr Geschäftsanwendungen in die Cloud wandern und demzufolge natürlich auch mehr und mehr sensible Daten bei diesen Providern lagern. Also unsere eigenen Informationen lagern mittlerweile in diesen Applikationen. Deswegen habe ich mal oben drüber SaaS is a new Cloud Endpoint geschrieben. Wir müssen eigentlich uns dessen bewusst sein, dass das, was in der Cloud liegt, auch schützenswert ist, so, genauso wie unsere Endpoints, die wir lokal schützen im Perimeter. Nur, dass wir die Annahme, die viele treffen, dass die Cloud eigentlich eine Erweiterung meines Perimeters ist, eigentlich eine falsche ist, weil die Architektur der Cloud oder der SaaS-Anwendung eine ganz andere ist. Auf der anderen Seite von Gartner gibt es nochmal ein Statement, welches sagt, dass 99% der Security-Probleme, die in der Cloud stattfinden, in der Verantwortung des Anwenders liegen. Sprich, wenn heute, wenn wir uns mal anschauen, wenn heute sich entschieden wird, wir schaffen Salesforce an, wir schaffen ServiceNow an, welche SaaS-Anwendung auch immer, dann ist eigentlich die grundsätzliche Standardvorgehensweise im Bestellprozess, dass wir ein Security Risk Assessment über den Hersteller machen, den wir dort einkaufen. Ne? Ist der ZOC 2 kompatibel? Welche Security Controls hat er? Sind die Mitarbeiter, die Zugriff auf meine Daten haben, Background gecheckt? Und das ist eigentlich da, wo dann meistens, wenn das als positiv beschieden wird, dann wird die SaaS-Applikation eingeführt. Aber aus Security-Sicht wird dann nicht mehr oder relativ häufig nicht mehr wirklich ein Auge drauf geworfen. Aber eigentlich ist das der Moment, wo dann diese Applikation ja in ihre Geschäftsprozesse eingebunden wird. Und wie bereits gesagt, sie anfangen, ihre Daten tatsächlich auch dort hochzuladen. Und die Frage ist dann, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, die Kontrolle über diese Zugriffsberechtigung zum Beispiel zu steuern? Und da rufen wir uns mal das Shared Responsibility Modell nochmal in den Vordergrund auf der rechten Seite, und gerade was das Thema SaaS betrifft, und ich habe auch heute schon wieder ein Gespräch gehabt, so diese Grundannahme, ich kaufe doch SaaS und dann ist alles gut, und insbesondere auch aus Security-Sicht, ist natürlich dahingehend korrekt, dass alles, was die Hardware angeht, was das Hardening der Betriebssysteme und so weiter angeht, korrekt ist, aber Sie haben trotzdem die Verantwortung, und die liegt bei Ihnen, die nimmt Ihnen keinen SaaS-Provider ab, zu konfigurieren, wer dann auf die Daten, also erstmal welche Daten Sie hochladen, wer Zugriff auf diese Daten hat, welche weiteren Applikationen Sie mit diesen Daten dann in Ihren Anwendungen verknüpfen, auf diese Daten Zugriff haben darf. Also diese Verantwortung, die liegt am Ende des Tages bei Ihnen. Unser Gründer vergleicht das eigentlich immer mit einem Auto. Also wenn ich mir ein neues Auto kaufe, das komplett sicher ist, ist es eigentlich am sichersten, solange wie es noch beim Händler auf dem Hof steht. In dem Moment, wo ich als Fahrer mich in das Steuer setze, bringe ich ein gewisses Risiko dort mit hinein. Und das Gleiche gilt auch für SaaS-Applikationen. Also die SaaS-Applikationen verhalten sich genauso sicher oder unsicher, wie sie von uns als Applikations-Ownern dann auch tatsächlich konfiguriert werden. Zum einen sind diese Umgebungen natürlich relativ dynamisch. Meistens sind die SaaS-Anwendungen über eine Subscription werden die beschafft. Das heißt, die
Updates kommen regelmäßig rein. Selbst wenn Sie die Konfiguration einmal aufsetzen am Anfang, kann natürlich durch diese Subscription und diese Updates, die dann geliefert werden, mehr und mehr oder neue Erweiterungen dazukommen. Und dann gilt es trotz allem dann auch wieder, diese Sicherheitseinstellung zu überprüfen. Das Zweite hatte ich schon mal kurz angedeutet. Sie können natürlich diese Applikation auch mehr und mehr in Ihre Geschäftsprozesse integrieren. Ich war letzte Woche gerade auf der Salesforce Live. Es gibt mittlerweile zum Beispiel von Salesforce so viele Anwendungsmöglichkeiten. Das ist nicht mehr nur das klassische Vertriebstool, welches genutzt wird, sondern es ist ein richtiges Ökosystem geworden. Und man sagt eigentlich auch von Salesforce-Seite, dass das System steht Ihnen zur Verfügung. Sie müssen es halt nur an Ihre Geschäftsprozesse anpassen. Das heißt, die Anwendung an sich, die wird zur Verfügung gestellt, aber die Anpassung, die liegt dann wieder bei Ihnen. Sprich, Sie schreiben den Code, Sie nehmen Veränderungen vor, Sie verbinden sie mit anderen Geschäftsprozessen, Sie verknüpfen die Daten, die dort drin liegen, mit anderen Daten. Das ist etwas, wie gesagt, was in Ihrer Verantwortung liegt. Und dann kommen wir eigentlich gerade aus Security-Sicht zum Hauptmissverständnis oder Problem derzeit, dass die Verantwortung, wer ist jetzt eigentlich für unsere SaaS-Anwendung verantwortlich, momentan eigentlich selten geklärt ist. Also wenn man mal fragt, jeder hofft eigentlich, dass es entweder die IT macht oder die Security oder es liegt beim SaaS-Provider. Grundsätzlich ist das etwas, wo, wenn man mal darüber nachdenkt, die Daten, die dort liegen und wir genehmigen Zugriffe auf diese Daten internen Usern, externen Usern, wenn Security da kein Wort mitspricht, ist es eigentlich relativ ungewöhnlich, gerade wenn wir mal aus der klassischen Perimeter-Sicht darauf blicken. Und das Dritte ist dann noch, es gibt so viele SaaS-Applikationen, die an sich alle schon schwierig zu verstehen sind und dann auch Know-how dafür aufzubauen und dann auch noch die ganzen Konfigurationen selbst zu überprüfen. Wenn ich das vielleicht für eine Applikation schaffe, gelingt es mir wahrscheinlich nicht, das für mehrere Applikationen anzuwenden. Und Unternehmen nutzen mittlerweile eine große Anzahl von SaaS-Applikationen. Also nehmen wir mal Google Workspace, ServiceNow, Salesforce hatte ich schon gesagt, GitHub, Zoom. Also all das, wo wir heute eigentlich unsere Arbeit drin verbringen oder wie wir unsere Arbeit liefern, liegt mittlerweile in diesen Applikationen. Wenn wir mal ein bisschen zurückschauen, wo kommt es eigentlich her und warum brauchst du da jetzt eine separate Lösung? Eigentlich versucht man ja immer, die Tools, die wir schon haben, eben halt auch für die neuen Herausforderungen zu nutzen. Früher, wie gesagt, als die Anwendungen entwickelt wurden, damals als zum Beispiel Salesforce auf den Markt kam, da war es wirklich eine reine Web-Applikation, wo wir den Vertrieb vielleicht haben zugreifen lassen und der Zugriff ist im Prinzip von meinen Mitarbeitern geschehen. Dann ist irgendwann, gab es mal das Thema CASB, wurde entwickelt, um im Prinzip einen sicheren Zugriff auf diese Daten auch zu ermöglichen und vor allen Dingen auch zu monitoren, wer hat Zugriff auf diese Daten, welche Daten werden hin und her transportiert. Inzwischen ist es aber so, dass gerade die großen SaaS-Anwendungen sich fast zu Betriebssystemen entwickelt haben. Und die Möglichkeiten, auf diese Anwendung zuzugreifen, die sind eben halt nicht mehr über einen Proxy zum Beispiel steuerbar. Sprich, ich erlaube eigentlich meine Daten, dass darauf zugegriffen wird von vielen. Also wenn ich zum Beispiel mir nur anschaue, welche Third-Party-Apps auf diese zugreifen, also wenn wir mal Beispiele nehmen, wir alle arbeiten mit DocuSign oder HelloSign, diese Anwendungen sind 1:1 verknüpft mit diesen Applikationen über einen Token und diese Applikationen haben dann Zugriff auf ihre Daten in der SaaS-Applikation. Das heißt, wenn einmal diese Applikation erlaubt wird oder diese Schnittstelle, dann ist die auch da. Und die Zahl hier, dass mehr als 50% der Token, die im Prinzip zur Verfügung oder einmal generiert wurden, auch nach einem halben Jahr noch da sind, ohne dass sie genutzt wurden, zeigt eigentlich gerade aus Security-Sicht, dass auch wieder erneut eigentlich das ein Fakt ist, den man sich eigentlich aus Sicherheitssicht gar nicht vorstellen kann. Sprich, da gibt es eine Drittpartei, eine Dritt-App, über die sozusagen auf ihre Daten zugegriffen werden kann. Die existiert, dieser Zugang, der wurde niemals lahmgelegt und demzufolge, das ist eine Erkenntnis aus den Kundenumgebungen, die wir untersuchen. Das nächste ist, wenn ich externen Usern oder meinen Contractern Zugriff auf diese Daten gebe, dass fast immer die Berechtigungen, die sie bekommen, deutlich über dem liegen, was sie eigentlich haben sollten. Also die Zugangskontrolle ist eigentlich, würde ich mal sagen, komplett außer der Verantwortung gelaufen und das ist etwas, was wir immer wieder feststellen, dass User Zugriffsrechte oder Berechtigungen bekommen, die weit über das hinausgehen, wofür sie eigentlich diese Zugänge bekommen haben. Das nächste
Wenn wir dann auf diese Daten zugreifen, normalerweise sollte man sich authentifizieren. In mehr als der Hälfte der Fälle, wo wir unsere Lösungen zum Einsatz bringen, ist es so, dass Sie auf sensible Daten zugreifen können von außen über eine URL, ohne dass Sie sich überhaupt authentifizieren müssen. Sprich, dort erlauben Sie sozusagen Drittparteien, weil diese Daten liegen ja in der Cloud, erlauben Sie Drittparteien den Zugriff auf diese Daten, ohne dass man sich authentifizieren muss. Und das Letzte hatte ich schon mal leicht erwähnt, dass diese Applikationen selbst natürlich immer wieder neue Updates bringen. Sprich, es gibt Veränderungen in diesen Applikationen, auch die müssen gemonitort werden. Dafür ist im Endeffekt AppOmni gegründet und entwickelt worden. Sprich, wir liefern eine Lösung, die explizit sich um die Daten in diesen SaaS-Applikationen kümmert. Und wir sichern diese dahingehend ab. Sprich, im ersten Schritt erkennen wir, wer überhaupt Zugriff auf diese Daten hat. Also das ist immer die Nummer, eigentlich Regel Nummer eins. Erstens sollten Sie wissen, welche Applikationen Sie im Einsatz haben. Zweitens sollten Sie sich überlegen, in welchen dieser Applikationen liegen eigentlich Ihre sensiblen Daten und bei welchen ist es nicht so. Und gerade bei denen, wo Ihre sensiblen Daten liegen, sollten Sie sich dann Gedanken machen können und diese Sichtbarkeit liefern wir dann out of the box. Wer hat Zugriff auf diese Daten? Der nächste Punkt ist dann, dass wir, weil normalerweise ist Security kein Experte, die wissen teilweise gar nicht, auf welche Konfigurationseinstellungen eigentlich geachtet werden soll, liefern wir out of the box sogenannte Best Practices. Sprich, wir geben Ihnen eine Policy Library an die Hand, die weiß, welche Konfigurationen in Microsoft 365 sicherheitsrelevant sind. Auf diese sollten Sie prüfen. Wir zeigen Ihnen auch, und das machen wir immer über eine API, zeigen wir Ihnen, wie die derzeit eingestellt sind und wir können das dann auch beispielsweise mit Frameworks wie NIST oder ISO vergleichen, um Ihnen zu zeigen, sind Sie compliant, was diese Frameworks angeht. Das kommt alles out of the box, sodass Sie kein Fachwissen aufbauen müssen für diese Applikation selbst, sondern wir liefern Ihnen sozusagen diese Regelsets out of the box mit. Und der dritte Teil ist dann natürlich das Kontinuierliche. Sprich, wenn Sie dann einmal diese Regeln umsetzen möchten, sprich, Sie haben einmal definiert, wie sieht für mich ein guter Status aus, sowohl was System-Settings als auch Security-Settings angeht, dann überprüfen wir, weil diese Umgebungen sind natürlich dynamisch, überprüfen wir permanent, ob diese Regeln auch eingehalten werden. Sollte dann eine Veränderung in dieser SaaS-Applikation vorgenommen werden, beispielsweise wird eine Slack-Gruppe, wo eigentlich nur sensible Daten zwischen einem kleinen Kreis von Usern ausgetauscht wird und mal gibt es dort Gast-User. Oder in Microsoft 365 wird vielleicht ein BCC, jede E-Mail, die verschickt wird, soll auch dahin gehen. Oder es werden Berechtigungen erteilt für Zugriffe, in welcher App auch immer. Diese Informationen, die liefern wir Ihnen dann automatisiert, da wir kontinuierlich sozusagen diese Konfiguration in den SaaS-Applikationen scannen und überprüfen, sodass Sie niemals aus Ihrer Best Practice sozusagen aus Security-Sicht dann hinauslaufen und keine Risiken in diese SaaS-Applikation hinein konfigurieren. Das sind im Endeffekt die Applikationen, wofür wir diesen Service anbieten. Wichtig ist auch zu verstehen, dass wir pro Applikation wirklich in die Tiefe gehen. Also es gibt teilweise Tausende von Konfigurationsmöglichkeiten. Und wichtig ist, dass Sie sämtliche auch tatsächlich in der Lage sind zu überprüfen, automatisiert mit unserer Plattform und man nicht nur einen gewissen Prozentteil, vielleicht nur 10% dieser Konfiguration auf Standardkonfiguration prüft und dann aus Compliance-Sicht sagt, ja, das passt, sondern wir gehen wirklich in die Tiefe bei diesen Applikationen, um Ihnen wirklich eine komplette Übersicht darüber zu liefern, wie sind diese Applikationen Stand heute konfiguriert, sowohl was die System-Settings als auch Security-Settings angehen. Vielleicht noch zwei, drei Worte und das ist dann komme ich auch zum Schluss. Was ist eigentlich der Hintergrund von AppOmni? Gegründet wurden wir vor 4 Jahren von Experten, die sich eigentlich im SaaS-Umfeld in der letzten Dekade dort groß geworden sind. Also unser Gründer ist zum Beispiel 10 Jahre bei Salesforce gewesen, war dann dort der CISO am Ende, war dann noch der ServiceNow CTO. Security CTO, also das Verständnis über diese SaaS-Applikation ist sozusagen aus der Praxis heraus gewachsen, sowohl als Anbieter als auch aus Kundensicht. Und dann hat man am Ende des Tages ein Tool entwickelt, welches man seinerzeit gern gehabt hätte, um eben halt diese SaaS-Applikationen und hinsichtlich der Security-Einstellung auch managen zu können. Ja, das ist eigentlich das, was ich Ihnen heute zum Thema AppOmni mit auf den Weg geben wollte. Ich hoffe, es hat Ihnen grundsätzlich vom, vom,
vom Verständnis her dahingehend vielleicht ein bisschen die Augen geöffnet, dass das Thema SaaS-Security, wie gesagt, was wir häufig immer wieder hören, dafür gebe ich viel Geld aus, das liegt in der Hand des SaaS-Providers, dass sie trotzdem sich darüber im Klaren sind, wie gesagt, dass sie selbst steuern, wie diese Applikationen dann auch intern genutzt werden. Und dort liegen mittlerweile ihre sensibelsten Daten und deswegen ist es wichtig, dass Security darauf einen Blick hat und überprüfen kann, ob die Anforderungen aus Security sich dort auch umgesetzt werden und man das nicht im Prinzip dem Business überlässt, wo natürlich nur aus gutem Grund gewisse Einstellungen vorgenommen werden, weil man möchte ja Prozesse beschleunigen durch das Thema Digitalisierung, aber Security sollte trotzdem in der Lage sein, diese Einstellungen überprüfen zu können und Regeln zu schreiben, damit diese auch eingehalten werden. Das war es von meiner Seite. Dankeschön.